da unten, wo dieser. Da klappt das aber schon ziemlich schnell runter. Da klappen die ziemlich schnell runter. Nee, da gibt es nichts mehr. Ich glaube, da gibt es nichts mehr. Da sind sie und dann klappen die runter. Vielleicht ist es nicht dieser Aufzug, den Patches gemeint hat. Obwohl. Soll ich so mutig sein? Komm, wir haben nicht so viel zu verlieren. Ich bin einfach mal so mutig. Weil da ist schon noch so ein. Seht ihr es? Da drüben ist schon noch was. Nein! Ah, Gott sei Dank. Hier ist was. Ja, ja, da ist was. Nein, nein, wir sterben. Nein, wir sterben nicht. Gut. Ah, gut, dass ich so mutig war. Da ist tatsächlich noch was. Hier ist tatsächlich was und hier gibt es auch irgendwelche Glühwürmchen. Das ist natürlich sehr hervorragend. Oh, und ein Boss. Wir können unsere Freunde nicht herbeirufen, das ist schlecht. Schwierigkeit 5. Jetzt schnell! Oh! Nein, wir haben uns gefressen. Achso, das ist dieses komische Teil da, diese. Nein, der hat uns nochmal gefressen, verdammt, jetzt sind wir gleich tot. Das ist das Teil, von dem Patches gesprochen hat, diese Jungfrau. Na gut, aber da kommen wir ja wieder hin. Das ist kein Problem. Da kommen wir leicht wieder hin. Und unsere Wunde. Oh nee, wo sind wir denn jetzt? Wir sind am Haus Vulkan, tatsächlich. Patches hat doch nicht gelogen. Und unsere Runen sind irgendwo da drüben. Ich muss gucken, wo wir sind. Da ist das Ding kaputt. Wir sind am Haus Vulkan, tatsächlich. Krass. Wir können auch nirgendwo hin. Seht ihr das? Das ist alles durchgestrichen. Krass, 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 krass. Und wo sollen wir denn jetzt bitte schon hin? Ist das jetzt Game Over? Wenn ins Lava kommen wir nicht. Darüber komme ich glaube ich auch nicht, oder? Nein. Darüber komme ich auch nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Krass, Leute. Ich glaube, das ist Game Over. Darüber käme ich eventuell. Sind wir jetzt wirklich im Game Over? Das kann doch nicht sein. Oder können wir sogar in die Lava rein? Aber ich glaube nicht, dass wir in die Lava rein können. Vielleicht, wenn wir sterben, dann kommen wir vielleicht wieder zurück da, wo wir angefangen haben. Ich glaube nicht, dass wir hier wieder spawnen. Ne, also da. Darüber springen, das wird nicht funktionieren, denke ich nicht. Da sind irgendwelche Monster. Ach du meine Güte. Ja, ich probiere einfach mal darüber zu springen. Das hilft ja nichts. Ja, klappt ja super. Ah, wir können kurz in die Lava, okay. Sehr realistisch, ne? Kurz mal in die Lava springen. Okay. War da nicht gerade ein Item irgendwo? Da kommen wir auch nicht rüber. Das ist ein komischer Dachs. Da ist ein Drache.
anzugreifen. Schafft's aber nicht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Jetzt kommt er. Okay. 434 Punkte bringen die. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir müssen da, glaube ich, auch weiter, weil hier kommen wir nicht so. Also klar. Oh, da sind noch mehr Drachen. Okay. Hallo? Ich kämpfe lieber hier, weil hier ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich in die Lava reinfalle. Hallo? Komm doch mal. Kommt nicht. Jetzt kommt er. Dass hinter uns noch einer ist, aber das war nur der tote Kamerad, der irgendwie nach oben geschleudert wurde. Ich glaube, ich springe mal rüber, oder? Nee, da sitzt noch einer. Wir müssen die erstmal besiegen, bevor wir uns hier frei bewegen können. Und frei in Anführungszeichen. Es könnte sein, dass wir jetzt hier wenigstens wieder unsere Tränke zurückbekommen, sobald wir genug Monster besiegen. Im Moment haben wir ja eh alle Tränke. Hinten ist irgendwie eine Statue oder irgendwas. So, da sitzt noch einer. Schwedener Schmetterling. Na, das hat sich ja gelohnt. Komm her. Oh, wir sind fast tot, sehe ich gerade. Wir sollten das schnell ausgleichen. Gut, da drüben ist nichts mehr, dann gehen wir jetzt in diese Richtung. Da ist auch noch so ein Drache, den sollten wir zuerst besiegen. Schon ist hier denn noch irgendwas. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Hier ist nichts mehr. So, wir haben uns den Weg ein bisschen freigekämpft, aber ich befürchte fast, es bringt gar nichts. Oder geht's hier weiter? Doch, da geht's weiter. Da ist eine Mühle. Okay. Dann rein in die Höhle. Klar, das wollte ich gar nicht. Natürlich klar, dass den Feuer nichts ausmacht. Dann kommt er hoch. Jetzt kommt er hoch. Ja. Jetzt kommt er hoch. Jetzt, oder? Ne. Der andere kommt hoch, aber so ganz hoch kommen die irgendwie nicht. Jetzt kommt er hoch. Jetzt kommt er hoch. Wir können uns irgendwie greifen, obwohl wir... Obwohl wir unser Schild oben haben. Können die? Ich weiß auch nicht warum. Gegengift, Heilung. Mach ich mal. So, der andere. Kriegt jetzt nochmal einen schönen Giftbolzen rein. Macht aber nichts, okay. Ja, dann. Dann halt so. Und kommen wir hier wieder hoch, ist die Frage. Ich glaube nicht, aber wir müssen auch nicht wieder hoch. Obwohl, vielleicht kämen wir sogar hoch. Wir müssen nicht hoch, wir müssen nur ans Ziel kommen. Irgendwie nach Hause. Ich will nach Hause. Das
ist denn hier los? Ach du meine Güte. Komm, da kommen wir auf jeden Fall nicht wieder hoch. Das können wir vergessen. Und hier sind irgendwelche. In der Falle. Können wir die vielleicht beschießen mit unserem Gift? Ja, das klappt sogar sehr gut. Die sind recht langsam. Die sind relativ anfällig für Gift. Die müssen natürlich erst vergiftet werden, genau, richtig. Das heißt, du musst schon ein paar mehr Bolzen in sie reinfeuern. Jetzt ist sie vergiftet, okay. Da gibt es ja auch dieses Konzept, ne, dass das Gift erst ansteigt. Na, reicht schon, ich hoffe doch. Zack, zack. Oh, die bringen jetzt nicht so viel, aber wir haben immer schon 3500 Punkte. Da ist auch noch einer. Die bewegt sich jetzt aber. Ja, er ist vergiftet, okay. So, da geht es weiter runter in die Höhle und hier geht's auch nochmal irgendwie hinter. Ich möchte da noch gucken, was da hinten ist. Schon fies, ne? Da springt man, fällt man von da oben runter und das erwarten einen diese Monstern. Boah, wir sind voller Blut. Von den Drachen müsste es sein. Aber Peaches hatte nicht recht, also er hatte schon recht, dass uns dieses Ding irgendwo hinbringt, aber er hatte nicht recht, wenn er sagt, dass es uns zum Erdenbaum bringt. Das stimmt nicht. So, hier ist nichts mehr, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ach du meine Güte, es geht noch weiter runter. Da unten ist wahrscheinlich irgendein Boss oder sowas. Ich habe jetzt schon direkt Angst. Auf jeden Fall eine Lava-Grotte. Ah, da gibt's irgendwie, da ist eine Brücke oder sowas. Oh. Ich habe immer Angst, dass wir zu tief fallen. So, Lavagrotte, Brücke. Da drüben ist ein Gegenstand. Und da drüben ist ein Ort der Gnade, so wie es ausschaut. Und ein Gegner. Nicht weiter darüber kämen wir von dort aus. Okay, und da gibt es auch noch Orte. Ich aktiviere jetzt erstmal den Ort der Gnade und wir dort dann auch wieder starten können. Oh. Ach du Heilige. Ich bin schon wieder so ein Typ. Frage ist, können wir uns an den irgendwie ranschleichen? Wenn wir die mal erwischen, dann sind die meistens nicht so besonders gut. Hat sich umgedreht, das war ein Fehler. So, hier müssen jetzt relativ safe sein am Ort der Gnade.
Puh, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und damit sind jetzt alle Dinge auch wieder aktiviert, oder? Nein, sind sie noch nicht? Verdammt. Unterirdische Inquisitionskammer. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Oder müssen wir am Ort der Gnade rasten? Ihn nicht mehr aktivieren, sondern müssen am Ort der Gnade rasten, glaube ich. Damit er aktiviert wird. Hier kommen wir runter. Das sind auch noch mal ein paar Schnecken. Aber wir kommen da nicht wieder hoch, oder? Das ist das Problem. Ich raste jetzt hier mal. Ich weiß, dann werden die Feinde wieder aktiviert, aber ich mach's trotzdem. So, und jetzt, oder? Ja, jetzt sind sie wieder aktiviert. Jetzt sind sie wieder aktiviert und wir müssen jetzt uns diesen Typen da schnappen. Wenn die viele Punkte bringen, ich schau mal gerade, wie viele Punkte die bringen, dann ist das eigentlich ein ganz cooler Möglichkeit. Ah. Nein! Nein! So. Bringen die jetzt viele Punkte? Ich konnte gar nicht gucken. Unsere Runen sind da immer noch irgendwo. Hm. Sollen wir das einfach nochmal machen? Probier das einfach nochmal. Ich will wissen, ob das viele Punkte bringt. Wir brauchen noch eine Stelle, die gut geeignet ist zum Farmen. 5000 Punkte haben wir jetzt. Warum konnten wir denn da keinen Backstitch machen? Ja, 5100 hatten wir. Und jetzt haben wir, naja, 5800. Ja, also schlecht ist es nicht. 700 Punkte, aber es ist jetzt auch nicht überragend gut. Okay, da wir jetzt die Möglichkeit haben, wieder zu reisen, können wir da mal runterspringen. Die Frage ist, wie man das am geschicktesten macht. Ich glaube, hier runter, oder? Dann zu dieser Schnecke. Die sind auch relativ hilflos gegen unsere Schwerter, diese Schnecken. Und wir müssen, glaube ich, darüber. Ich laufe da mal rüber. Ja, jetzt, wo man sich an den Vulkan gewöhnt hat, ist die Lava gar nicht mehr so erschreckend. Oh, der überlebt. Gut, da war ein Item, ne? Ja. Da war ein Item. Schmiedestein 6, sehr schön. Schaut es eigentlich mit dem hier aus? Können wir das hier auch nutzen? Gegen die Schnecken. Ich probiere es einfach mal aus. Da ist eine. Ne, die vordere bitte. Die vordere, die da vorne ist. Jetzt. Ja, das klappt sogar sehr gut. Nehmen wir das doch. Nein, falsche Richtung. Wo springst du denn hin? So, kommen wir da irgendwie rüber? Nur wenn wir kurzfristig in die Lava reinspringen, ne? Lohnt sich. Schmiedestein 4, naja. So. Gut, sollen wir darüber auch? Ja. Da ist nochmal einer. So, aber so ein bisschen hinter der Säule, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Tatsächlich schlecht. Kämen wir denn, ach, hier kämen wir wahrscheinlich da wieder hoch, oder? Mhm. Aber wir können auch schnell reisen. Und dann uns nochmal Punkte holen. Ja, der kommt da nicht weiter, der kommt da nicht hervor.
bringe ich da mal hin? Nicht, dass er wieder diesen. Ja, genau. Das hatte ich befürchtet. Komischen Strahl da macht. So, da müssten wir jetzt hier unseren Heiltrank trinken, beziehungsweise unseren Zaubertrank. Und dann wollte ich gucken, ob da noch was versteckt. Da hinten ist da noch was versteckt. Das ist noch ein Durchgang. Da hinten ist noch was. Und ist hier auch noch was? Nö. Wie viele Punkte haben wir? 7000. Da nähert sich doch mal wieder ein bisschen was Interessantes. Da geht es noch weiter hier. Ganz eindeutig. Wir bräuchten nur jetzt unseren Freund hier. Hier ist niemand. Ich glaube, wir können mal so mutig sein, einen Trank zu trinken. Bevor wir hier noch sterben. Was ist denn das? Sprießendes Höhlenmoos. Okay. Kann man bestimmt für was Sinnvolles benutzen. Ich habe trotzdem Angst, dass wir jetzt hier gleich angegriffen werden. Da sind Knochen. Okay, wir gehen mal weiter, langsam. Ich habe was gesehen. Hat sich irgendwas gespiegelt, aber ich glaube, das war unsere Lampe. Ah, hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Na gut. Hier ist ein Boss und ich befürchte, der wird zu schwer für uns sein. Aber wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken. Wir können es ja mal ausprobieren. Wir kämen da ja relativ leicht wieder hin. Also so super leicht auch nicht. Gibt es hier keinen. Oh, ne, Marika gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Nee. Statue der Marika gibt es hier nicht. Wir müssen dann unseren Freund hier, unseren Ritter holen. Und können wir vorher schon was machen? Wir könnten vorhin den Heiltrank hier trinken. Zaubertrank. So, also, drückt die Daumen. Schwungsicher. Oh! Das sind zwei. Ah, deswegen schwungsicher. Okay, ich verstehe. Okay, haben wir da irgendeine Zauberkraft gegen das Ding? Nein! Ah, genau das muss er verhindern. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Jetzt sind wir nämlich gleich tot. Schnell trinkt den Trank. Ist unser Ritter schon tot? Nein. Ritter ist leider gleich tot, das ist das Problem. Also wir hatten doch da eigentlich ganz gut. Ah, verdammt, jetzt sind wir tot. Das überleben wir nicht. Ja. Also die Taktik ist schon mal nicht gut.
Hier sind vielleicht die Goblins besser, ne? Weil sie sind viele. Und das würde die wahrscheinlich mehr verwirren. Ja, jetzt sind wir natürlich hier. Ja, das war ja klar.